Hallo und willkommen, YouTuber, zum ersten World Tournament. Wie ja schon vorher angekündigt, ich werde mit Conan zusammen mit Jugo und den Raikage spielen. Ich werde einfach alles zufällig machen. Also hier die Level-Auswahl und hier, ja, hier die Zusammenstellung, wer gegen wen kämpft und alles. Es ist mir so egal, wer da kämpft. So. Fangen wir mal mit dem ersten Kampf an. Oder besser gesagt, dann gucken wir uns mal den ersten Kampf an. Zwischen den Leuten hier. Gucken, was die Leute so können. Die sind sowieso alle besser als ich, denke ich mal, aber man kann ja immer wieder überrascht werden. Natürlich gleich wieder in Awakening. Ja, sollen sie machen. Fuchtet der denn da so rum? Ist doch gar nicht da. Der war nice gerade. Genau wo sein Schild besprochen hat, hat ihn geworfen. Also der Jute an Madara ist auf jeden Fall, der hat eine gute Range. Also Reichweite. Ist ungefähr so wie wenn du mit Kakuzu spielst, mit dem kannst du ja auch. Wenn brauchst du bloß ein bisschen nähern, kannst du um dich fuchteln und. Triffst ja natürlich. Was ist denn nicht machen, ey? Wieder die Ulti. Sorry, ich muss lachen. Das ist sehr echt. Epic Finisher. Der Move ist voll übertrieben für mich. Schau mal an, Alter. Übelst gegrillt, Alter, in der Explosion. Da bleibt echt nichts mehr übrig. Nicht mal Asche. Durfte jedenfalls nicht. Wenn man so realistisch ist. Den ersten Kampf hat schon mal der Naruto-Spieler gewonnen. Stellt euch vor, im zweiten Kampf haben wir natürlich wieder einen Naruto. Naja.
wer drauf steht. Wenigstens ein normales Team. Also, ja, Sakura und Kakashi, ne? Nichi eigentlich auch. Also, ich sehe da nichts Unfaires. Wohl Shui in der Luft einsetzen? Ist das der Shui mit dieser Rolle? Das ist jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, die Shuis konnten irgendwie unterschiedlich attacken, aber. Ich habe mich damit noch nicht so weiter beschäftigt. Mit den Jutsus da. Ja, der kann auch diese Fleischbombenpanzer-Rolle da. Wir machen hier ein Match mit Jutsus, Alter. Ey, das ist so krank, der Jutsu, Alter. Das müsste eigentlich viel mehr Schaden machen, wenn es realistisch wäre. Also, dann müsste eigentlich der K.O. sein, Alter. Versuch hier ein Rasengan. Und dann sind ja alle Riesen Rasengan. Boah. Und ja, alle, die um 8 Uhr beitreten wollten und gesehen haben, dass ich irgendwie nicht irgendwie ja nicht da bin oder keine Ahnung, da muss ich sagen, ja, ich habe was dazwischen, genau um 8 Uhr. Zwar haben meine Eltern einfach mal so mir nichts hier nicht so entschieden, heute mal so zu grillen. Und das Essen musste ja natürlich genau um 8 Uhr fertig sein. Wenn das Essen gerade warm ist, ja, dann esse ich natürlich erst. Ich gehe doch nicht, ich zock doch hier nicht erstmal. Und denn wenn ich dann fertig bin, was ja eine Stunde dauert, weil ich ja 3 Turniere mache, dann ist das Essen kalt. Darauf hatte ich keine Lust. Deswegen habe ich erst hier essen. Deswegen ist jetzt auch die Verspätung 20 Minuten ungefähr. Oder länger. 25 Minuten. Bis der hinkommt. Muss ja noch alles anbauen und so. Aber ja, das interessiert euch ja nicht. Jeder muss ein blödes Video hier, ne? Nur zur Information so halt. Nächstes Mal werde ich eine Stunde später machen, weil da durfte es eigentlich hinkommen. Durfte nichts dazwischen kommen. Hoffe ich doch. Also um 9 Uhr müsste eigentlich alle drin hauen. Und Neji hat gewonnen. Applaus. Dann haben wir wieder einen Neji gegen Naruto. Ist das geil, ne? Ah, ja. Ist eigentlich auch ein Sasuke dabei? Es ist kein Sasuke dabei. Es wundert mich. Jetzt bin ich dran. Ich muss gegen die Oma spielen. Oma Chio. Mal schauen. Ich habe das Spiel schon eine Weile nicht mehr gezockt. Keine Ahnung. Seit dem letzten Video oder Einzelkämpfe habe ich das nicht mehr gezockt. Keine Lust gehabt. Naja, mal gucken wir. Thank you.
Ja, ich rede gerade wenig, weil der Typ hier nervt gerade ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Hey, Alter. Ist doch gut, Mann. Ja. Die Shio hat gewonnen, ich bin raus. Wie auch immer. Ich sag ja, ich hab's schon ewig nicht gezockt. Keine Ahnung. Teamkampf war sowieso noch nie meine Stärke, was soll's. Ich verkrafte die Niederlage. Spiel wie ein Zuschauer. Macht auch Spaß. Nagato. Ich weiß ja nicht, wer von den Typen da noch Abonnent ist, außer Aveda, aber gut, dass ihr gekommen seid. Ich weiß es nicht, ob da jemand noch ist, Abonnent ist von mir. Falls überhaupt bei jemandem die Information angekommen ist. Auf jeden Fall bei jedem Tag, wo ich Turniere aufnehme, werde ich das vorher ankündigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nächste Woche machen will, dann kommt es dann wahrscheinlich am Freitag. So einen Tag vorher oder so. Da habt ihr dann nochmal die Information, welche Uhrzeit und wo er mich findet. Ja, wie er mich findet. Und so weiter. Auf jeden Fall scheint Aveda zu gewinnen. Voll in die Fresse geschlagen. Was, das war's schon? Ach so, der Tier, der hat Verteidigung runter, deswegen. Ey, ich hab diese Ulti von denen gar nicht mehr im Kopf, deswegen bin ich gerade total fassungslos. Der ist schon ewig nicht mehr gesehen. Der rastet ja völlig aus. Wie so ein Vulkanausbruch, Alter. Richtig heftig. Der hab's gegrillt worden, der Junge. Jo, zweite Runde, Halbfinale. Ach, Quatsch. Oder? Halbfinale? Ist das Halbfinale? Nee, da, doch, doch, das ist Halbfinale. Schon total durcheinander hier. Der Naruto hat zwar hier Edo Itachi als Support, der ist ein bisschen OP, finde ich, aber er hat den nur den, also nur einen einzelnen Support, deswegen finde ich, geht das eigentlich von Team her. Finde ich nicht schlimm. Also. Zwei Supports ist immer ein bisschen fieser. Und der Neji, der benutzt den guten alten Trick mit den Awaken und dann wieder rausgehen und dann, ja, das ist schon. Kann man ja unendliche Kombos draus machen.
kick mal kurz, ob meine Aufnahme noch alt okay ist. Jo. Nimmt noch alles auf. Okay. Muss man ja mal nachgucken, wa? Das, kann ja immer wieder mal was vorkommen. Ich bin auch froh, dass bisher noch keine Lags kamen oder so. Vielleicht könnt ihr ja nächstes Mal dabei sein und mich fertig machen, so wie der Shio-Player das bewiesen hat. Ja, seit der Storm 2 Serie habe ich halt nicht mehr drauf. Vielleicht interessiere ich mich einfach nicht mehr so sehr für das Spiel. Ich weiß es nicht. Aber ich nehme es immer noch auf. Für euch. Obwohl ich verliere. Ich nehme es auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere, ist wohl ziemlich hoch. Weil ich einfach nicht kann. In dem Spiel. War egal. Weiter zu dem Kampf. Also Naruto, der dreht gerade völlig durch. Mit seinen Instant Awaken. Ninetail Fuchs Modus. Dings, Bums. Aber wer will verübeln, ne? Also. Der Neji macht ja auch ständig seinen Modus. Rage-Modus. Nicht gut aus wie Neji. Naruto hat wohl gewonnen. Oh, oh, oh. Ich dachte schon, der trifft, Alter, denn hätte ich jetzt was Falsches gesagt. Naruto hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Naruto-Spieler. Du bist im Finale. Ich bin erste Runde raus, ey. Ja. Ich kratze mir gerade den Kopf. Ich bin erst wohl raus. Ich hoffe, der Kampf hat euch trotzdem gefallen. Ich überlege auch schon, wen ich als nächstes nehme. Schön Charakter. Also im zweiten Turnier. Ich hoffe, der Sound ist alles noch synchron. Ja, ich stelle mir ständig irgendwelche komischen Fragen. Aber ich finde es cool, nächste Woche endlich mal wieder ein paar freie Tage. Das ist jetzt schön. Verlängertes Wochenende. Lange her. Und nächsten Mittwoch schreiben wir diese scheiß Arbeit da im SPL, ey. Muss eigentlich noch lernen, ey. Keine Lust daran. Ganz ehrlich, ich hab gerade echt keinen Bock zu lernen. Diese Post-Dings und Postgebühren und sowas. Rechnen und. Also wir sollten uns ja eine Post so ein Rap holen da und. Ja, und das sollen wir jetzt anwenden können und lernen halt für Briefe, die man versenden kann und alles. Mit Maxi-Brief und Standard-Brief und Kompakt-Brief. Großbrief und ja, whatever. Diese ganzen Zusatz. Wie man das Zusatz Dinger hier eigenhändig und dieses
diesen Kram, ich weiß gerade nicht, wie man den nennt. Und Davide hat gewonnen. Danke für die Sache. Danke für die Rache, Mann. Wie dieses heftige Jutsu, Alter. Ja, ausrastet, das geht gar nicht. Die Gauikanos, Alter. Das ist so krank. Aber ganz ehrlich, in Storm 1 fand ich die ultimativen Jutsus immer noch am geilsten. Weil das war so geil, Mann. Erstmal hast du ein bisschen die Knöpfe gedrückt. Und dann ging es so ab, und hat so einen Schaden gemacht. Vor allem musstest du ja vorher erstmal die Sturmanzeige vollkriegen, damit du richtig Damage raushauen kannst. Das war noch richtig gut. Zum Finale. Vielleicht habe ich ja das Glück und ich kann im nächsten Turnier auch mal eine Runde weiterkommen. Aber ich habe es ja nicht so in diesem Spiel mit Gewinnen und so. Ich weiß auch nicht genau so, woran das liegt oder was. Ich dash auch immer wie ein Bekloppter, trotzdem klappt das nicht. Wie es aussieht, verliert Aveda diesmal, glaube ich. Sieht jedenfalls nicht so gut aus. Richtig treu mit dem Tilt gerade. Ist voll fies mit dieser Mauer, Alter. Da ist ja eigentlich keine Mauer, aber... Ich überlege mal noch, wie soll ich denn nehmen? Ich werde mal Kid Kakashi nehmen. Also könnt ihr schon mal auf Kid Kakashi im nächsten Video freuen. Zumindest spiele ich mit denen. Ey, das gibt's nicht, oder? Ey, das war jetzt aber ein Glückstreffer, Alter. Ey, ich dreimal mit diesem Jutsu gewonnen, Alter. Das ist aber auch ein Glück, der Junge, ey, das gibt's nicht. Aveda hat das Turnier gewonnen, Alter. Heftig. Jo, Leute, danke fürs Mitmachen. Alle, die... halt, alle Abonnenten, die halt mitgemacht haben. Wer auch immer...
dabei war. Komm, die Nachricht zeige ich euch. Gucken. Waren ja nur Noobs. Ja! Ja, das war Glück, Junge! Ohne Scheiße. Doch nur mit seiner Ulti da getroffen. Wie auch immer. Haut rein, bis gleich. Ja, bis zum nächsten Video, meine ich. Ja, für mich ist das halt bis gleich, aber für euch nicht. Haut rein.